damit herzlich willkommen zu einem neuen Flightcheck auf dem YouTube-Kanal von WhatsApp Bike in Oberhausen, deinem Ansprechpartner Nummer 1, wenn es um alles rund um das Thema Mountainbike geht. Heute werfen wir einen exklusiven Blick auf das auf 500 Stück limitierte, fast 12.000 Euro teure Race-E-Bike, das Mondraka Crafty Carbon XR in der Limited Edition. Grundlage des Mondraka Crafty ist der Stealth Carbon Rahmen in seiner eigenen Optik, der Forward Geometrie und dem fest verbauten Akku im Unterrohr. Aus Gründen des Gewichts und der Performance hat sich Mondraka schon seit Jahren dafür entschieden, den Akku fest im Unterrohr zu verbauen. Grundlage der Limited Edition ist das Crafty Carbon XR. Specs lesen sich deshalb nahezu identisch. Besonders ist aber unter anderem eine spezielle Farbe des Bikes. Sie nennt sich Transparent Amber und lässt Teile der Carbonstruktur durchschimmern, was zum einen für Technik-Nerds extrem ansprechend ist und natürlich auch eine gewisse Rennsportoptik unterstützt. Mondraka steht für Forward Geometrie. Langer Rahmen, kurzer Vorbau und das ist auch hier wieder federführend. Ein Sitzwinkel von 72,5 Grad verspricht eine effiziente Sitzposition. Ein Lenkwinkel von 64,5 Grad sorgt für die Übersicht auf dem Trail, hohe Lenkpräzision und satte Traktion. Zu erwähnen wäre natürlich noch der Reach, welcher bei vier Rahmengrößen mit Reach-Werten von 440 bis 500 mm für jeden etwas Passendes dabei haben sollte. Die Geo verspricht insgesamt gute Bergauftraktion und dazu noch ein verspiegeltes Handling. Racing-Feeling auch im Cockpit, denn es besteht aus einem On-Off-Krypton-Carbon-Lenker mit 800 mm Breite, gehalten von einem On-Off-Krypton-Vorbau mit Kiox 300 Mini Remote, SRAM Code RSC Bremshebeln und On-Off-Desert-Griffen. Alles da, wo es sein soll, ready to race. Die Power des Bosch-Motors will in das Hinterrad transportiert und dosiert werden. Mondraka hat für diese Aufgabe ins SRAM-Regal gegriffen und eine Kombination aus SRAM X01 Schaltwerk, NX Kette, GX Schalthebel und XG 1275 Kassette gewählt. Diese Mischung kann was ab und die Wartungskosten bleiben überschaubar. Eine E13 TIS Race Carbon Kurbel versorgt ein SRAM 34Z Kettenblatt mit der zu transferierenden Antriebsenergie. Das XR Limited kommt mit dem XC Race Motor von Bosch. Er wiegt keine 3 Kilo und hat einen Race-Modus, in welchem sich der sogenannte Extended Boost-Modus versteckt. Normalerweise brauchen Motoren einen gewissen Antritt, um die Unterstützung zu starten. Aber bei dem Extended Boost-Modus reichen schon ein paar kleine Pedalklicks in der Waagerechten aus, um den Motor am Laufen zu halten. Der Motor entwickelt ein maximales Drehmoment von 85 Newtonmetern. Der Akku ist ein Powertube von Bosch. 750 Wattstunden Leistung bringt er mit und er ist, wie schon erwähnt, fest im Unterrohr verbaut. Theoretisch kann man ihn entfernen, aber dafür muss der Motor raus. Du hast also besser einen guten Ladeplatz am Start, wenn du dieses Bike haben möchtest. Als Display kommt eine LED-Kontrolleinheit im Oberrohr mit einer kleinen Kiox 300 Mini Remote am Lenker zum Einsatz. Sie ist schnell und gut ablesbar und reicht für den Renneinsatz mehr als aus. Mavic ED-Max S29 Laufräder mit Mavic Boost-Narbe vorne und hinten sind die Grundlage der Laufräder. Als Gummis sind Maxxis Minion DHF vorne und Maxxis Minion DHR2 hinten aufgezogen. Breit darf es sein, daher sind 29x 2,6 Zoll vorne wie hinten montiert. Natürlich tubeless ready. Ein riesen Eyecatcher ist natürlich das Fahrwerk des Crafties. Eine Öhlins AXF 38 M.2 Federgabel mit 170 mm Federweg und ein Öhlins TTX Airdämpfer machen klar, du willst es wissen. Für Verzögerung sorgt die SRAM Code RSC Vierkolbenbremse. 200 mm Scheiben vorne und hinten SRAM Code RSC Bremsgriffe, kugelgelagert, einstellbar in Griffweite und Druckpunkt. Als Sattelstütze ist eine On-Off Pija verbaut. Sie hat zwischen 95 und 170 mm Hub, je nach Rahmengröße, und wird per Remote vom Lenker aus ausgelöst. Der Sattel ist ein 40 Terra Aidon X5, ein speziell für Fullies konstruierter Sattel aus Italien. Er verspricht mehr Kontrolle beim Fahren, besonders bei schweren Bikes wie einem E-Bike. Stichwort Gewicht: Laut Hersteller soll das Bike 23,2 Kilo wiegen. Hier wurde ein Top-Bike zu einem Top-Bike optimiert. Das Fahrwerk und natürlich der Motor bringen unserer Meinung nach richtig Punkte auf dem Track. Die Bremsen könnten fetter sein, die Schaltung bei dem Gesamtpreis durchaus eine Preisklasse höher oder sogar elektrisch. Aber wenn man sich wieder in Erinnerung holt, dass es sich hier um ein Race-Bike handelt, da brauchst du zuverlässige Komponenten ohne Shishi und Entschuldigungen. Wir sind mal auf eure Meinung gespannt. Das Bike wird voraussichtlich 11.999 Euro kosten und in Quartal 1 2023 verfügbar sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche. Euer WhatsApp.bike-Team.